Ich weiß auch nicht, was das für ein Fisch war. Aber mindestens. Also das ist halt eben nicht nur ein Geheimtipp hier, das ist auch ein Geheimteich. Jan, der Kescher ist zu klein. Ach du meine, Salle hat nur so einen kleinen Kinderkescher mitgenommen. Jan! Leute, was ist das denn? Alter, ich will wieder im Gebüsch, Leute. Aber ist das Stress. Leute, wir sind hier an einem ganz kleinen Mini-Waldsee und irgendwie ist hier was komisch. Also der Besitzer hat uns angesprochen und hat gesagt, Mensch, ihr müsst mal vorbeikommen. Ich weiß nicht, was für Fische hier drin sind. Richtige große Fische, Monster sollen hier drin sein. Ja, wir sollten das rausfinden und wir haben heute extra einiges mitgepackt und es wird richtig spannend. Richtig spannend. Dazu gibt es natürlich wieder was zu gewinnen. Da hat sich Spro was richtig Tolles einfallen lassen. Also bleibt dran, es wird hier in diesem Tümpel richtig spannend werden. Wir haben hier so ein paar Sachen vorbereitet schon. Wir haben hier ein paar Fiederrouten da. Also für Karpfen natürlich auch, für große Zypriniden, weil wir wissen ja nicht, was hier ist. Und ihr seht das schon, ich habe sogar eine Spinnrute mit eingepackt. Das gesagt, war klar jetzt. Salah, wir haben zwei. Ich habe auch eine mitgenommen. Wir haben insgesamt zwei Spinnrouten. Ich habe bei den Salah schon gesehen, der hat sogar Dropshot schon montiert, der Fuchs. Wir müssen heute alles probieren. Ja, und wir haben sogar Karpfenruten dabei. Und sogar mit Bissanzeige. Und da haben wir schon was drauf gemacht. Eine Maiskette ist da drauf. Und natürlich auch Boilies, also alles soweit vorbereitet. Man muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob die, wenn es hier Karpfen gibt, wenn es wirklich so eine großen Monster gibt, ob die überhaupt dem Boilie vertrauen, weil es wurde ja seit ganz vielen Jahren hier nicht geangelt. Und wir sind hier angekommen hier. Und wie gesagt, der Besitzer hat uns ja gesagt, Mensch, kommt mal hierher. Und das ganze Dorf weiß schon Bescheid. Also es soll das ganze Dorf hier runterkommen, Salah. Genau. Und ich hoffe, du hast genug mit zu essen. Also wir haben schon genug mitgenommen. Wir wollen heute nachher ein bisschen Fisch vielleicht zubereiten, vielleicht irgendwie ein bisschen grillen und so weiter. Aber Jan, der hat einen Grill hingestellt, der ist im Durchmesser 2 Meter breit. Weißt du, wie viele Leute da kommen? Da kommen 500 Leute hierher oder sowas. Wir legen erstmal die Karpfenrouten raus, oder? Ja, natürlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Salah, welche möchtest du haben? Du, ganz ehrlich, wenn ich hier so höre, es angelt keiner, da würde ich einen Mais nehmen, oder? Mais, ne? Ja. Entscheide dich. Du nimmst eine, ich nehme eine. Ja, jetzt soll ich die Boilie-Route nehmen und du nimmst Mais? Wie du willst. Ich muss mal gucken, ey. Das ist ja Jahre her, wo ich auf Karpfen geangelt habe. Wann hast du zuletzt überhaupt eine Karpfenroute in der Hand? Ewig. Leute, das ist ewig her, eine Karpfenroute. Was meinst du, soll ich da vorne hinwerfen in die Ecke? Also Gebüsch ist immer gut. Vor den Bäumen kann man nicht. Ja, ich kann aber nicht voll ausholen. Wenn ich hier voll aushole, bin ich über den Wald rüber. Das sind doch nur ein paar Meter hier. Also ich kann eigentlich einen Pendelwurf machen. Ja, mach das mit Gefühl. Ich mach einfach, ja, so mit ganz mit Gefühl, so ein bisschen. Oh, jojojo. Ja, geht. Und ich weiß noch, ich muss hier mal gucken, jetzt gibt es hier wieder ganz neue Bissanzeige. Ich weiß gar nicht, wie die funktioniert, Leute. Also, es gibt kein Glöckchen mehr, ich bin jetzt ein bisschen überfordert hier. Irgendwo lange drücken. Salle, wie geht das? Irgendwo oben irgendwo lange drücken. Wir werden beide noch richtige Karpfenangler hier, du. Oh, guck mal. Oh, muss das stoppen, wa? Oh, der weit geworfen. Der war gut. Das waren jetzt 10 Meter. Ich habe gerade 6 Meter geworfen und der Salle hat 10 Meter geworfen. So. Warum hast du eigentlich so viel Schnur auf der Rolle? Brauchst du doch gar nicht. Du, ganz ehrlich, hätten wir uns sparen können. Ich habe mir einfach was geliehen. Meinst du, habe ich Karpfenruten zu Hause? So, das hast du vergessen? Ja, das habe ich vergessen. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Oh, ist aber. Ist ja ein Biss? Du hast schon Hänger, glaube ich. Ich habe keinen Hänger. Das ist straff. Da knallt er drauf, du. Was meinst du? Du meinst, wie der den Boy gleich nimmt? Den nimmt er gleich richtig. Ich meine auch an. Du brauchst da nicht anmachen, da beißt nichts. Oh, jetzt geht schon los. Wir lassen liegen. Ich habe ja Mais dran, da kann nichts schief gehen, wa? Mais gegen Beule, Karpfen und jetzt geht erstmal Spinnrute. Das war's dran, Leute! Dein Ernst jetzt? Oh, der will in die Sträucher reingehen. Oh, wir haben die anderen, ganz anderen Routen da reingelegt. Oh, der will in die Sträucher reingehen. Thank you.
noch eine Karpfenangelbar? Das gibt's doch gar nicht. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr auch Karpfenangler seid. Ich glaube, ich muss. Wir haben unsere Schnüre da auch noch. Ein schöner Fisch. Ein Karpfen ist das. Ein Karpfen? Ja, ein schöner Fisch. Was für einer? Ein großer Karpfen, Leute. Ein großer Karpfen. Ich brauche die Kirsche. Ich krieg den so gar nicht. Oh. Was für ein schöner Fisch. Oh. Oh. Leute. Was für Karpfen und große Fisch. Also, wenn solche Karpfen hier hochschwimmen. Jan, unser Kescher ist zu klein. Der Kescher ist zu klein. Salah, wir haben Probleme. Was machen wir jetzt? Der Kescher ist zu klein, das sage ich dir. Boah, der schwimmt mich schon weg. Halt mal. Der hat Dampf. So, Jan, da bin ich manchmal gespannt. So, Salah, erstmal danke fürs Kescher, du. Ich mach mal eben die Matte so ein bisschen nass. Oh, da liegst du wieder auf dem Boden. Was soll ich machen? Du liegst gerne auf dem Boden. Ja, anscheinend ja. So, ich habe die Matte ein bisschen nass gemacht. Jetzt kommt er hier rauf. Jetzt muss ich erstmal. Leute, der das ist ein. Leute, wisst ihr, wie groß der Fisch ist hier? Das ist ein richtig großer. Das ist. Pass auf, ey, mit dem Kescher. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte immer, ich habe einen großen Kescher, aber der scheint zu klein zu sein. Guck dir den Fisch hier an, du Mann, du. Wahnsinn. Wann hast du zuletzt einen Karpfen gefangen? Mann. Schau dir das mal an. Ist das ein schöner Fisch? Der hat sogar einen Bauchschuppen. Guckt euch mal den. Das ist ein schöner Spiegelkarpfen. Guckt euch mal diesen Karpfen an hier. Und wir sind erst ein paar Minuten da, Salah. Das ist Wahnsinn. Also so schnell hätte ich jetzt nicht gedacht. Leute, und die sind kampfstark. Also, wenn ihr Karpfenangler seid, wenn ihr Karpfen gerne angeln wollt, ich kann euch voll verstehen, dass ihr auf diese Fische steht. Hübsch, wunderhübsch. Guckt mal das Rüsselmaul an, was so vorne, die Barteln. Vier Barteln genau. Ein Rüsselmaul, vorne, ja, vorstülper. Ich finde diese Schuppen da oben, ey, wie das aussieht. Ja, top. Ach, jetzt sehe ich gerade, jetzt kommen die beiden. Ja, hier, die Besitzer hier von dem Teich. Hallo, ich bin Jan, hi. Auch, ich bin der Rüdiger, moin. Ich habe gerade quasi Hände. Hallo Rüdiger, freut mich, dich kennenzulernen. Schön, angenehm. Sag mal, kommst du von der Küste oder was mit deinem Bart? Ja. Ja, ne? Ja. Hallo, ich bin Jan. Hi, Sven, grüß dich. Ihr habt gerade gesehen, wir haben einen riesen Fisch gefangen, ne? Wir sind noch gar nicht lange hier. Rausbekommen, habe ich gesehen. Ja. Was gibt's hier über den Teich zu sagen? Das ist ja ein Gewässer, wo kaum oder noch nie geangelt worden ist. Selten. Den Kindern, den haben wir das mal versucht beizubringen. Und die haben dann vor lauter Schreck die Angel fallen lassen, wie dann mal ein großer Karpfen angebissen hat. Rüdiger sieht ja aus wie so ein Seemann. Und du angelst aber gar nicht, aber du vermutest hier in deinem Teich richtig große Fische. Ja, wenn man jetzt ab und zu mal hier ist und das Wasser ist ja ziemlich klar und dann auch noch warm und die kommen alle an die Oberfläche. Also ich habe hier schon, ich weiß auch nicht, was das für ein Fisch war, aber mindestens. Warte mal so, bleib mal so. So, von linker Brustwarze bis da, das ist ein Meter, sind das ungefähr 90 Zentimeter. Ja. 95 so, knapp ein Meter. Das ist auch jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Das könnte mal sein, wenn der gewachsen ist, ist der jetzt ein Meter. Ach, Jan, der Kescher ist zu klein. Ach du meine, Salah hat nur so einen kleinen Kinderkescher mitgenommen. Ich habe so einen kleinen Kinderkescher. Große gedacht, ich habe den vorne da liegen sehen, diesen ganz kleinen Kinderkescher. Der war nicht von mir. Also das ist halt eben nicht nur ein Geheimtipp hier, das ist auch ein Geheimteich. Oh. Der ist also nirgendwo in irgendwelchen... Wie nennt sich da denn die Pläne da? Ja, ja, Angelvereine oder Internet. Irgendwas, die angelt kein. Nee, der ist total... Und wir haben gerade einen riesen Fisch gefangen, ne? Das ist es ja. Ne? Und wir sind gerade angekommen, wir wissen, was uns da erwartet. Aber ja, danke erstmal für die Einladung, vielen Dank, Rüdiger. Oh, bitte, liebend gern geschehen. Danke. Ja. Danke. Alleine Rüdiger. Dieses zwischenmenschliche Erleben hier, das war schon wert. Stopp. Auf jeden Fall werden wir noch zusammen was grillen, was essen und so, ne? Genau. Also, Ja. Seid ihr herzlich eingeladen. Danke. Ist ein kleines Dorf hier, nur auf dem Land. Und ich denke auch mal, dass der Rest des Dorfes noch kommt, wenn wir die jetzt alle erfahren. Der war gut. So Leute, wir machen weiter. Salah, wir machen weiter. Zeit ist Fisch. Los. So Mm.
Jan! Leute, was ist das denn? Oh je, wenn der im Gebüsch geht, hab ich keine Chance mehr. Der will wieder im Gebüsch, Leute. Oh, war ist das Stress. Nein. Weg da. Ja, Leute, wie verrückt ist das denn? Ich habe hier gejiggt, wir suchen immer noch Braunfisch hier drin ist. Ich krieg einen Biss, ein richtiger Top. Und dann ging nur noch los. Ah. Du, er hat den voll genommen. Ja, ich lass mir den Kescher schmeißen, ich komm rüber. Aber es ist natürlich gefährlich, wenn er unter dem steht. Leute, schaut euch das an. Ein Dickerchen auch noch. Boah. Auf Spinnrute, so ein Karpfen auf Spinnrute. Wahnsinn, das macht so einen Spaß. Wow, Leute. Die Aquila ist so krumm. 40 Gramm. Wow. Schau, guck mal, der Köder ist voll weg. Ja, ist da drinne. Ja, ich hab den. Ja. Und was für einer. Guck mal, der Puffer ist voll weg. Das gibt's doch nicht. Und was für ein Dicker, Leute. Der ist richtig dick. Auf Gummi. Durch das an. Von beim Abdringen einschlagen? Ja, von beim Abdringen. Oh, hol den mal raus. Ich hol den raus. Das Halan, das war ein Drill, ne? Oh Mann. Oder? Das hat Spaß gemacht, das sag ich dir. Voll genommen. Beim guck mal, ich zeig's dir. Guck mal hier, Jan. Ja, klar kannst du anfassen. Jan, guck mal hier. Der Papa, der findet echt alles. Guck mal da. Das ist auf jeden Fall kein Rotauge. Ein Rotauge ist das nicht. Nee, das ist kein Rotauge. Oh, der ist so klatschig. Oh, ein Teil, du. Oh, der hängt gut. Da ist er. Den wollte er haben, Jan. Oh, der ist schwer. Oh, Gott, der ist so schwer. Der ist echt schwer. Ja, der hat schöne Schuppen auch noch. Ich kann den nicht heben, der ist mega schwer, ja. Boah, der hat bestimmt 14 Kilo oder sowas. Was für einer. Ist das schön, oder? Schöner Fisch, oder? Sowas hat ihr hier im Teich. Wenn ihr groß seid, guckt ihr auf sowas an. Beziehungsweise jetzt schon. Was ist das für ein Fisch? Das ist ein dicker Karpfen, dicker Spiegelkarpfen. Aber warum hat er da keine Zähne? Der hat keine Zähne, braucht auch keine Zähne. Ja, noch haben wir ja keinen Fisch gefangen, also keinen Fisch auf dem Grill. Wir haben was anderes da. Wir haben unsere leckeren Gewürze auf jeden Fall. Die zeigen wir euch nochmal. Und denkt dran, es gibt auch was Tolles zu gewinnen. Und ihr könnt einmal ein Raubfischset gewinnen, ein paar Köder dabei und ein Ketten natürlich auch. Oder auch was für Karpfen, für Friedfische. Und auch mit einem Friedfisch-Cap dann, mit einem Karpfen-Cap dabei und so weiter. Ihr müsst nur kommentieren, was wollt ihr haben? Vielleicht Raubfisch oder einfach Friedfisch. Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein und vielleicht seid ihr dabei und gewinnt so ein tolles Paket, Köderpaket vom Spro. Ja, und ich bin gespannt. Also ich hab richtig Hunger und das Salat, glaube ich, hinter der Kamera auch. Ja, Leute, schaut mal, was die Jungs hier alles vorbereitet haben. Und den Karpfen hätten wir natürlich auch gerne gegrillt. Jetzt hat Salat hier ein bisschen Hähnchen mitgebracht. Das ist Schaschlik aus einem Spieß Hähnchen. Und wir haben natürlich auch unsere leckeren Fischclub-Gewürze hier. Mediterran, ihr habt hier Kräuter bei und so weiter. Ja. Barbecue und kann ich euch nur empfehlen, geht mal auf die Webseite rauf, hier bei Fischclub und schaut einfach mal rein. Ihr könnt auch, wenn ihr das wollt, bekommt ihr ein bisschen Rabatt, nur als Tipp, 20% auf das online, wenn ihr den Code eingibt, Jan. Dann seht ihr das gleich, kriegt ihr 20% Rabatt auf Fischclub. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, schmeckt richtig lecker. Und Salah, was ist das? Ja, sieht gut aus. Top oder was? Sieht richtig gut aus? Klar, guck mal, hier schön Kräuter drauf.
Ja, Leute, richtig lecker. Hähnchen und dann mit den Gewürzen drauf, Fischclub. Also, das ist echt ein Genuss. Schmeckt wunderbar. Und erstmal essen und danach wird gleich weiter geangelt. Ja, hol die raus. Uwe, du brauchst einen Kescher hier. Ich hab den Kescher mitgebracht hier. Hoffe ich mal, was der nett durch die Maschen macht. Meinst du, er ist größer, den du dran hast? Ja, das war ein Riesen, ey. Der hat gebissen und ist gerade in die Sträuchern rein. Da gab gar keinen Halt mehr. Durch die zuhende Bremse hat er gezogen. Und meinst du, er ist da drin? Pass auf, wir können ja eins machen. Wir nehmen uns das kleine Paddelboot da und versuchen, den da rauszuholen. Und falls er jetzt sich löst, in der Zwischenzeit kannst du ihn ja hier mit keschern. Ja, genau. So, Leute, jetzt gucken wir mal, ob wir den Karpfen kriegen. Ja, so. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Ja, weiß ich, hier ist so ein kleines, guck mal. Zwischen Schlangen drunter. Auf jeden Fall. Ist da ein Paddel dabei? Ja, ist ein Paddel dabei. Eins oder zwei? Komm, das nehmen wir, das ist doch geil. Komm hier. Eins, reicht doch. Ach, eins, hey, reicht doch. Ich bin am Wasser groß geworden. Komm, ich bin mit. Boot gefahren da. Kann man den das tragen? Ist so ein kleiner Optimist hier, ist ja geil. Komm. Optimist? Du bist ja auch Optimist. So, warte mal, hier ist ein Typenschild, guck mal. 1979, kannst du das filmen? 30 Kilo. Für 3 bis 4 Personen, komm, Salah. Da können wir das ganze Dorf einladen. Jetzt. Du musst mitkommen jetzt, oder was? Oder willst du hier bleiben? Du gehst erst mal rein, schau ich mir das rein an. Ich paddel mal ein Stück raus, damit du siehst, wie es geht. Warte mal, sind die Dinger überhaupt dicht hier? Das weiß ich nicht, das sind wir gleich. Leute, der Push hier in so einem Boot. Aber ich sag euch das, ich habe ja früher... Du, wir gehen gleich Zander angeln mit dem Boot. Ich habe ja früher... Nee, du gehst alleine, ich bleib hier. Was? Ich bleib hier. Ach, das ist kaputt. Der kippt schon hinten, du musst mit dir. Was? Der kippt doch nicht. Der kippt nach hinten. Nein, der kippt nicht. Du bist zu schwer. Ich bin schon Boot gefahren. Ja, oh, du bist hinten sitzen. Ja, ich komm schon Boot. Mann, ich bin schon Boot gefahren. Da bist du doch mit der Trommel und Weihnachtsbaum gelaufen. Deine Schienen. Was? Pass auf, Jan, hier. Du gehst nach hinten gleich. Wo denn? Guck mal, komm. Fass Wasser rein. Wo läuft Wasser rein? Da hinten, du musst mit dir sitzen. Da läuft doch kein Wasser rein. Ja, passt schon. Komm. Das passt. Nee, ich will nicht mit dich. Ich will so sitzen. Ja, okay. Willst du mitkommen? Nein, nein, danke. Leute, hier ist sicherer. Ich laufe hier lang. Ist das schon besser? Und bist du angekommen? Wo sind deine 250 PS? So, jetzt kommt der deutsche Achter, du. Der deutsche Achter unter vollen Segeln. Leute, was für ein Spaß. Leute, das wäre der Hammer jetzt, wenn jetzt da ein Riesenfisch. Was meint ihr, Leute? Bekommt er den raus? Das wäre der Hammer. Ich muss jetzt hier unter dem Baum. Ich bin jetzt ganz dicht hier unter dem Baum. Ich seh den Popeye. Nee, so ein. Wie heißt das Ding hier? So ein Boilie. Der Fisch ist weg? Ja, Fisch ist weg. Ah, schade. So, Salah. Guck mal, was da ist, du. Ja, das ist eine Schnur. Ecke ist ein bisschen, ja, Ruhe, ja. Dann probier mal hier. Salah, guck mal, da ist eine Schnur. Schnur, Angelschnur. Was ist denn das? Im Baum. Guck mal, das ist eine Angelschnur. Das ist ja ganz alt. Guck mal hier, siehst du das da? Da ist ein Angelhaken. Wo siehst du? Ach so, da. Da ist eine, guck mal, da ist ein, siehst du, da ist ein Bleischrot vor. Dann ist ein Haken und dann kommt ein Twister. Der Twister hängt so verkehrt rum ran. Der Rüdiger, der Besitzer, der hat doch erzählt, dass hier irgendwie ein Kind oder so einen großen Zander gefangen hat. Ja, vielleicht haben die damit so. Vor Jahren, vielleicht haben die damit gegangen. Das ist ganz alt. Guck mal, der ist ja schon richtig vergammelt. Das ist ein ganz alter Twister. Wo ist der denn? Und der Haken sieht doch so rostig aus. Das ist ja rot. Ich kann das nicht erkennen von dir. Gegen die Sonne. Entweder der Twister gibt es schon seit locker 40 Jahren, 50 Jahren. Meinst du, der bleibt zu lange da hängen? Guck nee, mal. Aber der ist schon. Ganz alt und in so einem dicken Karabiner. Guck mal, ein ganz dicker Karabiner ist da. Das ist Wahnsinn. Da ist einer im Baum hängen geblieben hier. Ja. Die Ecke sieht gut aus hier. Hier ist ruhiger. Also einfach hier Schatten. Vorne meinst du, ne? Hier unten, ne? Ja, oder ein Stück weiter noch? Stück weiter, ich würde ein Stück weiter gehen. Ja, ja, komm. Wir gehen hier hin. Ja, ja, ja. Ich will einfach wissen, was das ist. Komm, einmal zeigen. Gute? Ein Zander. Ein Zander. Ein Zander. Ja. Ein Zander. Da große? Haben wir unseren Zander. Große? Ein schöner. Ein Zander. Jawohl. Ja, da ist er. Salah, ey, oh, Wahnsinn, oder?
Genau, voll in der Mitte. Boom. Typisch Zander. Zock. Und da ist der Zander im Kescher. Das siehst doch gar nicht. Zeig mal her. Guck mal, der Popper ist weg. Der sieht so urig aus, oder? Der sieht wie 100 Jahre alt. Ja. Was für ein. Hat der auch noch einen Kamm? Hat der Hartstrahlen oder sind die weg? Sind die Hartstrahlen weg? Die sind verkümmert. Guck mal, die Flossen sind so alt, alles ist so alt. Da sind Zander drin. Aber das ist ein schöner Zander. Das ist ein schöner. Der ist einfach mager, dünn. Ja. Aber es ist ein schöner. So das ist hässlich wie die Nacht. Ach, es gibt keine hässliche Fische. Also hässlich, wenn man keine Fische fängt. Das ist hässlich. Und guck dir das mal. Guck mal da drinnen. Oh ja, der voll halliert. Schön. Petri! War ein schöner Tag. Ja, es war richtig herrlich. War also richtig herrlich. Viel Spaß gehabt. Fette Karpfen gefangen. Und der Salah hat da noch mal richtig einen Zander rausgeledert hier. Ja. Leider eins verloren. Ich vermute mal, war ein Zander. Aber ganz ehrlich, die Highlight war definitiv die Leute heute. Ja, das war also mega. Die Leute waren echt herrlich. Nee, was ich am schönsten fand nachher, das Grillen fand ich auch sehr lecker. Also ja, muss ich echt sagen, das war mega. War sehr, sehr lecker. Also Fish Club heißt das Ding, aber könnt ihr für alles nehmen. Also ich nehme es für alles, für Hähnchen, für Fleisch, alles. Ja, denkt an das Gewinnspiel, ja, macht da mit, kommentiert da fleißig, was ihr haben wollt. Entweder Friedfisch oder Raubfisch. Genau. Ja, und bei den Gewürzen auf jeden Fall, denkt dran, Jan, J-A-N. Und dann könnt ihr bei Fish Club einfach so 20% Rabatt. Das ist gut, das ist habt ihr gut. Da und kommentiert vielleicht mal, ob ihr sowas öfter sehen wollt, dass wir so ein bisschen auch Ansitzangeln machen, genau, ja, und so und uns ein paar Gewässer rauspicken, die, wo wirklich noch keiner gefischt genau hat hier. Oder auf Karpfen mit der Spinnrute. Ja, auch gut, ja. Thema haben wir hingekriegt heute. Ja. Also, was ihr machen müsst für den Spiel, einfach unseren Kanal abonnieren. Klar, liken, das wäre super. Und kommentieren, was ihr haben wollt, Raubfisch oder Karpfen, Weißfisch. Schreibt einfach drunter. Wir schicken, glaube ich, 5 Pakete schicken wir raus. Und vielleicht bist du einer von den Glücklichen halt. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Und denk dran, Zeit ist Fisch. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao, ciao. Die Sonne geht runter. Wir gehen nach Hause.